Herzlich willkommen im Duftbunker, meine Lieben, hier ist Felice. Wir haben uns heute hier versammelt, um das wunderschöne Haus Gritti Fragranze Venezia zu sprechen. Falls euch der Name noch kein Begriff ist, sollte er es spätestens jetzt sein, Luca Gritti. Nicht nur ein Parfümeur, sondern ein sehr wählerischer Zeitgenosse. Denn was ich immer sage, was Gritti anfasst, hat immer Potenzial. Angefangen hat meine Berührung mit dem Haus mit Pomelo Sorrento. Das ist schon eine ganze Weile her und es war eine wunderschöne Begegnung, aber zeitgleich, also es waren zwei Düfte. Pomelo Sorrento und Tutu Blanc. In meiner Lieblingsparfümerie, in meiner, ich sag mal, real anzutreffenden Lieblingsparfümerie, in der unglaublich viel passiert ist mit mir, vor allem in der Anfangszeit, waren diese Werke relativ weit oben in einem Regal und ich war so oft da, habe sie einige Male gesehen. Aber das Ding war, dass die Flakons nun einmal relativ unkonventionell daherkommen. Und zwar sieht man nur, ich sag mal so, bei anderen würde es die Seite sein, bei denen ist es die Vorderseite. Also die Front des Flakons, und deswegen hat man ja sie zwar gesehen und vielleicht nicht so wirklich direkt zugegriffen, weil man sich dachte, irgendwie okay, das ist irgendwie so was Schmales oder so, und sie waren wie gesagt dort komischerweise relativ weit oben im Regal. Und immer wieder war man mal da und war immer sehr begeistert von den Sachen, die man sowieso serviert bekommen hat oder entdeckt hat. Und eines Tages habe ich mal da hochgegriffen und ihr müsst euch vorstellen, also ich habe mal hier vier der Werke, die in meinem Besitz sind. Sie standen so da, natürlich wunderschön, aber ihr müsst euch vorstellen, inmitten eines großen Regales mit diversen Flakons und Packagings waren diese auch umgeben von Packagings. Das heißt, man hat immer nur dieses hier vorne gesehen. Und eines Tages griff ich dort oben hin mal hinein und habe den hier gemacht und dann kam das zum Vorschein. Spadabau! Das war ein cooler Moment. In dem Moment dachte ich mir so, boah, wie doof. Du hast da nicht zugegriffen. Ne? Und dann habe ich ihmchen hier aufgesprüht und kurze Zeit später siechen. Und es war komplett um mich geschehen. Tutu Blanc ist eigentlich adressiert an die Damen und nicht jeder Mann wird das tragen. Ich pfeife darauf, denn das ist einfach ein wunderschöner Duft und hey, diese ganzen Adressierungen, was soll das? Wir haben es hier mit ein bisschen Kokosnuss-Vibe, wir haben es hier mit Limette zu tun. Ein unglaublich umschmeichelnder, ein etwas blumiger Duft, aber diese Kokos, Limette, irgendwie eine Art Sonnencreme-Wipes. Wipes. Also wirklich sehr, sehr cool. Traut euch. Lasst euch nicht da eingrenzen. Das ist wirklich Blödsinn, gerade heutzutage. Was soll der Mist? Also sehr, sehr geil, aber natürlich auch an den Damen. An den angebeteten Damen sehr gern gerochen. Solltet ihr ausprobieren. Tja, und zu Pomelo Sorrento, soll ich noch viel dazu sagen? Brauche ich eigentlich nicht, aber nun seid ihr schon mal hier. Ein wunderschöner Duft. Nicht zuletzt deshalb auch einer, den ich in diesem Sommerurlaub bei mir hatte, mit der Familie und so weiter. Ich habe den so gerockt, ich liebe diesen Duft. Das ist übrigens mein zweiter Flakon und da ist schon eine Menge weg, wie ihr sehen könnt. Tja, nicht nur etwas für Italo-Freaks. Ich habe heute ein bisschen mit dieser Beleuchtung versucht zu spielen, um das noch mal ein bisschen aufzugreifen. Italy in a Bottle. Pomelo Sorrento. Und dann auch noch das Naming. Als jemand, der die Wurzeln in Neapel liegen hat, bist du da sehr, sehr schnell getriggert. Und wie gesagt, die Nummer, als ich ihn so da rausgezogen habe, und so, okay. Und diese Verzierung, ne, mit diesen
Marmor-Caps, unglaublich stilvoll, wunderschön. Also, ja, Augenweiden und Nasenweiden, definitiv. Ich habe noch hier zwei weitere, zu denen ich euch was sagen kann. Das ist zum einen Rialto. Ich glaube, hier hat sich auch das Packaging verändert, aber schaut euch das an. Ha, ist das cool? Sehr, sehr stilvoll. Deswegen, Luca Gritti ist wählerisch. Nicht nur was die Düfte angeht, das Packaging ist auch unglaublich besonders. Ich weiß, dass es Veränderungen gab und auch diese sehen fantastisch aus. Ich habe die Flakons gesehen und ja, freue mich gleich, euch etwas zeigen zu können, denn ich habe sie hier, einiges davon, wie es mir scheint. Ja, zu Rialto kann man sagen, ein frisch gewaschener Wäscheduft mit einer unfassbar schönen Portion an Eleganz. Ein Duft, der eigentlich immer tragbar ist, ob man sich jetzt irgendwie schick anzieht oder letztens war es auch so, dass ich ihn für mich entdeckt habe an diesen Tagen des typischen deutschen Sommers. Wir haben ja alle vier Jahreszeiten, immer. Ne? Es ist ja möglich in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist. In Italien ist ziemlich stark Sommer, wenn Sommer ist. Nicht so stark Winter, wenn Winter ist. Aber hier haben wir es halt so, dass jede Jahreszeit das Potenzial hat, alle vier zu vereinen. Und wenn du einen Sommertag hast, der warm ist, aber keine Sonnenstrahlen fühlen lässt, ist das hier der perfekte Begleiter. Ich habe letztens eine Story darüber gemacht, weil ich das so für mich entdeckt habe und kann sagen, das ist ein wunderschöner Einsatzgrund für diesen Duft. Solltet ihr definitiv checken. Qualität ist dort Standard. Es ist keine Standardqualität, es ist hohe Qualität, aber es ist Standard, dass man es mit Qualität zu tun hat bei diesem Hause. Dann kommen wir zu Chantilly. Übrigens, all diese Düfte habe ich dann in dieser Parfümerie erstanden. Ein Laden, der mir sehr am Herzen liegt, denn er ist eng mit meiner Geschichte verbunden. Es gab diverse Dinge, die in meiner Anfangszeit prägend waren. Und das war eine tiefere Offenlegung, ja, ich sag mal, mit einem sehr, sehr guten Freund, wo plötzlich, wir wussten so viel voneinander, wir haben so viel miteinander erlebt. Wir kannten uns noch nicht so lange, aber es war eine sehr, sehr tiefe Verbindung. Und plötzlich saßen wir da im Garten Eden, haben eine Shisha geraucht. Garten Eden nennen wir hier den Garten, in dem wir uns immer getroffen haben, beziehungsweise uns zurückgezogen haben am Abend. Und dann habe ich Ihnen ein bisschen was erzählt von Parfumo und so weiter. Ich will gar nicht so tief gehen, denn diese Geschichte, wie alles angefangen hat, die werde ich, glaube ich, nochmal so richtig aus. Wenn ihr Bock darauf habt, sagt mir Bescheid, dann werde ich das mal machen. Auch so die Anfangsdüfte, die in die Nische geführt haben und zu einer Explosion geführt haben. Auf jeden Fall, diese Geschichte, Parfumo war zu der Zeit auch wirklich ein Sammelbecken an kreativen Leuten, die unfassbar geile Kurzgeschichten, ich gehe schon wieder zu tief, auf jeden Fall. Und diese Parfümerie, das zusammen hat halt den Anfang gebildet. Und Gritti war eins der Häuser halt, die ich da entdeckt habe vor 3 Jahren oder so, circa. Und hier haben wir Chantilly. Auch von der Farbgebung halt wie Tüte Blanc mit adressiert an Damen. Chantilly ist so ein wunderschöner Duft. Und gerade als jemand, der italienische Wurzeln hat und dieses ganze Italo-Feeling und so weiter halt feiert und vieles, was damit zusammenhängt, wird Chantilly kein Fremdbegriff sein, denn die traditionell meistens gebrauchte Creme-Füllung für Kuchen diverser Art heißt Chantilly. Und auch da, Leckermäulchen haben kein Geschlecht. Capito? Deswegen, Chantilly, wunderschön. Ein Duft, den ich auch einen sehr guten Freund von mir gezeigt habe. Und als wir uns da getroffen haben bei mir im Atelier, Sofort, oh, Philly, was ist das? Oh mein Gott. Ne? So, und da ging es schon los. Halt. Also, wie gesagt, und da muss man nicht Italiener für sein, da muss man einfach ein Leckermäulchen sein. Und auch dann werdet ihr das verstehen und tragen wollen. Ne? Und da gibt es, wie gesagt, keine Geschlechterbegrenzungen. Kommen wir zurück nochmal auf Luca Gritti. Luca Gritti habe ich jetzt das letzte Mal in Mailand getroffen. Dort war er nicht Aussteller, das erste Mal, glaube ich.
Aber er war da und es war schön, ihn zu treffen mit seiner Assistentin und so weiter. Wir haben uns aber das erste Mal in Florenz getroffen. Da haben wir mit Herbert, Marc Gebauer war dabei, Herberts Frau, eine unglaublich liebe Person. Wir waren mehrere Leute. Roberto Ugolini war mit uns. Wir hatten einen wunderschönen Abend. Einen wunderschönen Abend. Mit wundervollen Gesprächen, auch außerhalb natürlich der ganzen Parfümgeschichte. Und es gab einen Moment, an dem Luca Gritti, also wir haben über, na, ich bin ja nicht ganz, ganz leicht tätowiert. Ne? Da ist ja auch einiges an Fläche und so weiter. Und meine Hände sind zwar nicht tätowiert, aber es ist halt so, dass ich oft kurzärmelige Geschichten trage. Also man sieht einfach, dass ich tätowiert bin. So kamen wir ins Gespräch und vor Corona war ich nicht ganz unbekannt dafür. Jeder soll das beurteilen, wie er möchte, aber nicht ganz erfolglos zu tätowieren. Und dann haben wir ein bisschen unterhalten darüber und so weiter und warum ich entschlossen habe, das nicht mehr zu tun und dass das nicht zusammenpasst für mich mit Corona und so weiter, bla bla. Und dann haben wir über die Motive gesprochen, Bud Spencer, der Pate, mein Arm ist voll mit Stallone, was weiß ich auch immer. Und irgendwann, aus dem Nichts, macht Luca Gritti sein Ärmchen hier hoch, sein Ärmel hoch. Und dann kommt dann ein Tattoo zum Vorschein. Ich werde nicht sagen, um was es geht, denn meine Tattoos sind sichtbar. Sie sind schwer zu verstecken. Sein Tattoo ist nicht unbedingt für jeden sichtbar, deswegen werde ich nicht sagen, um was es geht. Aber es war so humorvoll letztendlich und hat gezeigt, was für ein Charakter er ist. Also sowas Cooles. Also er hat noch natürlich die Bedeutung davon, warum ist das so und so angeordnet, aber das Motiv und in welche Richtung, aus welcher Richtung das kommt, einfach cool. Ich werde nicht sagen, was es ist, denn wenn jemand etwas trägt, was nicht alle sehen müssen, dann obliegt es ihm vielleicht das irgendwann. Wer weiß, vielleicht machen wir ja mal eine Live-Session oder so und dann erzählt er ein bisschen was über sein Tattoo. Aber wenn das passiert, Amigos, Amigas, ihr werdet Spaß haben. Das zeigt wirklich, was für eine coole Socke er ist. So, Luca Gritti ist nicht nur Parfümeur, wählerisch, wenn es um die Umsetzung, um das Packaging und so weiter geht. Nein, denn aus Bologna, ihr wisst, Gritti Venezia, die Ursprünge sind in Venedig angeordnet. Aus Bologna hat mich ein Paket erreicht mit dieser wunderschönen, prall gefüllten Tasche. Und sie kommt nicht umsonst aus der Richtung, aus der Ecke, denn wie diese Parfums hier drin landen, hängt auch mit Luca Gritti zusammen. Es ist nicht nur die Entwicklung, es ist auch die Umsetzung. Luca Gritti kümmert sich um seine Geschichten, seine Parfums, dass sie in den Flaschen landen, denn er hat eine hochprofessionelle, sehr gut organisierte, wie auch immer. Er hat Befüllanlagen auf allerhöchstem Niveau und kümmert sich für diverse Häuser darum, dass die Flaschen befüllt werden, Caps draufkommen und so weiter, bla bla bla. Das passiert in der Nähe von Bologna und von daher kommt dieses Täschchen zu mir. Wunderschön, denn wir haben uns in Mailand ein bisschen unterhalten und so, ah ja, Feli, was machst du und hin und her und bla bla bla. Ich so, ey, schade, dass du nicht hier ausstellst, hin und her. Habe ich ihm so ein bisschen erzählt nochmal, ne, mit Gritti, meine Verbindung zu der Brand, ach, weißt du was und so weiter, hin und her. Und ich komme nach Hause aus Mailand und ein paar Tage später dieses wunderschöne Paket. In Frankfurt, als ich zu Besuch bei Herbert war, habe ich ein bisschen was gerochen. Und ich war auch selbst ganz gut parfümiert, sage ich mal. Ich war nicht da, um neue Sachen zu riechen. Ich kenne ja viele Sachen und so weiter. Halt so. Ich wollte einfach Spaß haben, die Leute mehr kennenlernen, die da waren und so weiter. Und habe mich mehr darauf konzentriert. Aber Scent Your Sense, Nadine, hat mir einen davon gezeigt und hey Feli, den wirst du aber direkt erkennen, denke ich mal und so. Es war nicht so im ersten Moment und ich bin jetzt gespannt. Es ist trotzdem eine Premiere jetzt. Ne? Sie liebt diesen Duft. Ich fand ihn auch gut, aber ich habe nicht sofort erkannt. Wir haben noch ein bisschen geredet. Klar, okay, ah ja. Aber das hier wird nochmal eine Art Premiere für mich werden, weil ich mich jetzt darauf konzentrieren kann. Und ja, ich freue mich drauf und bin sehr, sehr glücklich, dass mich dieses Paket erreicht hat.
So, schauen wir mal. Beyond the Wall, das ist der besagte Duft, dem Nadine so gefällt. Und ja, also ich habe natürlich einiges mitgekriegt und wir haben uns auch drüber unterhalten. Und ich mag es nicht, wenn Düfte zu sehr miteinander verglichen werden. Aber wie soll ich euch näher bringen, wenn ihr nicht schon längst die Info vielleicht irgendwo entdeckt habt oder so, wie soll ich euch näher bringen, in welche Richtung es geht, wenn ich es nicht tue und sage, in welche Richtung? Ich werde gleich feststellen, ob das so ist. Aber wenn es so ist, werde ich es leider sagen müssen. Ich mag das nicht, aber wie soll man es machen? Ihr könnt ja nicht mit mir riechen. Schade, oder? Das wäre noch was, ne? So, dann haben wir... Ecco qua, Luca Gritti, Gritti Fragranze, Rebellion, sehr geil. Rebellion, wie gesagt, noch nicht gerochen, aber ich habe einiges drüber gelesen. Ich glaube auch, hier ist es auch so, dass Carbonell seine Finger hier mit dem Spiel hat. Ne? Das ist natürlich auch noch eine schöne Sache. Luca Gritti holt auch tolle Leute ran. Also er macht nicht immer alles selber. Soweit ich weiß, wenn ich richtig informiert bin, ist bei Rebellion Carbonell mit am Start. Und es soll wohl ein Italo Freshy sein. Wir werden sehen. Okay, Utreale. Also wer mich nicht seit jetzt kennt, wird wissen, dass ich eine ganze Zeit lang jemand war, der Ut tatsächlich kategorisch verteufelt hat. Das hat sich geändert, denn der Taste, das müsst ihr auch wissen, wenn ihr noch nicht an dem Punkt seid oder die Erfahrung gemacht habt, der Taste ändert sich mit der Zeit. Das ist einfach so und das ist auch völlig okay. Es gibt zwei krasse Beispiele, beispielsweise, das habe ich auch schon in einem Track quasi verewigt, zu Portrait of a Lady. 2 Jahre zuvor gerochen. Und es ist, glaube ich, immer noch so, dass es entweder Liebe oder Hass ist. So hart, wie dieses Wort Hass auch sich anhört. Oder die Hintergründe eines solchen Wortes halt, was sie beinhalten können, welche Schicksalsschläge und was auch immer. Aber ich konnte ihn einfach nicht ab. Ihr hättet mich damit jagen können. Und heute ist es so, es ist so eine starke Liebe. Denn es ist ein Kunstwerk. Aber es geht nicht heute um Frederic Malle und Portrait of a Lady, aber um euch näher zu bringen. 2 Jahre später habe ich das gerochen. Übrigens viele Grüße an Mr. Cologne, Glenn, mein Kumpel aus Dallas, der dieses Werk immer angepriesen hat und ich es nicht verstanden habe. Ich so, no brother, it's impossible. Ist es nicht. Ein wunderschöner Duft. Dasselbe ist mir mit Alexandria 2 passiert. Den habe ich gerochen. Es kommt auch dann immer vielleicht auch an, was du in einer bestimmten Session vorher gerochen hast, was dich begeistert hat. Und plötzlich kommt etwas, was in eine ganz andere Richtung geht und es stört die Begeisterung des zuvor gerochenen vielleicht. So glaube ich, ist es mit Alexandria gewesen, mit Alexandria 2. Heute liebe ich auch diesen Duft. Es ist nicht etwas, was ich, ein Duft, den ich irgendwie unbedacht jeden Tag tragen würde. Aber es gibt diese Momente. Ganz komischerweise, ich habe einen von meinem Kumpel Norbert, Colorblind, Most Hated Click, habe ich einen Pulli, der so ein bisschen cremig weiß ist, cremeweiß. Das ist mein Lieblingspulli, ein wunderschön verarbeiteter Pullover. Wenn ich den trage, trage ich komischerweise immer, meine Hand geht immer zu Alexandria 2. Wie zieht ihr euch an? Wie fühlt ihr euch? Und so weiter. Wenn ich Bock auf diesen Pulli habe, keine Ahnung wieso, Alexandria 2. So, also, davon ab. So, was habe ich jetzt alles erzählt? Mama mia, ne? Wie man ins Quatschen kommt. Also, Luca Gritti, vielen Dank für diese Sachen. Ich denke, wir fangen mal mit Beyond the Wall an. Denn ich habe gerade über Alexandria 2 gesprochen. Und wie ich gesagt habe, ich mag das einfach nicht eigentlich, Vergleiche zu ziehen, aber... Über diesen Duft wird viel in dieser Richtung gesagt, dass sie sich ähneln, dass sie eine bestimmte Ähnlichkeit haben und so weiter, dass er aber weicher sein soll und vielleicht nicht so challenging. Für viele ist Alexandria 2 kein challenging Oud-Duft, aber wer sowieso vielleicht ein bisschen Probleme mit dieser Duftnote hat, kommt vielleicht eher mit dem zurecht. Und wenn das hier der Fall ist, dass es noch besser geht und eventuell in diese Richtung geht,
dann sollte es etwas Cooles sein. So, wir schauen mal. Ne? Wir haben hier diese Banderole. So, dann gucken wir mal. Ich hoffe, dass das direkt auf Anhieb so... Aha, so. Ihr habt die Flakons vorher gesehen, ne? Absolut stilvoll. Und jetzt erzählt mir mal, was hier los ist. Hammer, oder? Es ist anders und es ist immer noch stilvoll. Beyond the Wall. Wie machen das die Leute immer? Diese so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das bei meiner Kamera ist, ob das dann scharf stellt. Ja, richtig cool mit dieser Plakette, die auch so ein paar Löcher hier hat, als ob sie irgendwie eingefasst, eingestanzt, eingehämmert wurde, was auch immer. Sehr, sehr schön. Und ich glaube, ja, Extrait de Parfum. Also, da kriegst du was für die Kohle, ne, würde ich sagen. So, wollen wir mal gucken, wollen wir mal schnuppern, was da los ist. Ja, da kommt schon was. Oh, okay, okay, okay. Okay. Ja, ganz klar. Es gibt Parallelen, es gibt Parallelen. Aber wo Alexandria 2, gerade zur Anfangszeit, wo ich noch nicht so sehr damit konnte, wirklich ein Schlag war, ne, ist das hier eine Umschmeichelung. Es ist blumiger, weicher. Die Rumors, die ich gehört habe, die passen schon. Boah, und dann Extrait de Parfum. Mmh. Ja, auf jeden Fall blumiger. Ich kann nicht sagen, was diesen Eindruck macht, aber es wirkt einfach weicher. Sehr, sehr rund. Also wer Alexandria 2 mag und eine umschmeichelndere Version haben will. Alexandria 2 kann schon, wie gesagt, etwas tough sein. Und wenn ihr etwas haben wollt, was ein bisschen runder ist, ne, was nicht sticht, dann ist das eine wundervolle Wahl. Und trotzdem noch genug Eigenständigkeit, definitiv. Aber es hilft. Es hilft, um euch irgendwie sagen zu können, in welche Richtung es geht. Solltet ihr definitiv checken. Ein geiles Teil. Ich bin gespannt, wie das wird bei einem Fullwear. Wie sich das anfühlen wird, was der Duft machen wird, ob er dieselbe Ausstrahlungskraft hat, aber bei einem Extrait de Parfum aus der Hand von Luca Gritti. Boah, dieses Cap, ne? Wie cool das gemacht ist, ne? Auch so, ne? Klar, man sieht viel eingraviert hin und her, aber das ist so kleinteilig schön gemacht. Hammer. I see. Made in Italy. Che bello. So, das war Beyond the Wall. Sehr, sehr schön. Damit werde ich Spaß haben, definitiv. So, was machen wir jetzt? Ud Reale, da haben wir wieder das Wort. Ja, ich möchte immer ehrlich zu euch sein. Und wenn ich Ud im Naming lese, ist es immer noch so. Egal, ob sich das nochmal verändert hat, ob ich toleranter geworden bin und so weiter. Wenn ich Ud im Naming lese und nicht nur in den Noten, ne, irgendwann später oder so, wenn man vielleicht mal sich für etwas interessiert und ein bisschen recherchiert und was ich auch immer. Aber wenn ich Ud im Naming lese, dann ist es immer noch so, wird das was? Ich weiß es nicht. Ich gehe eigentlich davon aus, ne, weil Gritti mich gar nicht bis selten enttäuscht. Eigentlich gar nicht. Es gibt, wie gesagt, es gibt zwei Düfte, bei denen dachte ich, wo ich die Noten gelesen habe und so weiter, so, ah ja, das könnte was für mich sein. Und das war es nicht ganz. Die Qualität habe ich gerochen, habe ich verstanden. Aber es war es einfach nicht. Jetzt schauen wir mal. Eieiei. Ja, das muss man ja eigentlich... Kai, hast du mal deine berühmten Handschuhe für mich? Sowas bräuchte ich auch bei solchen Videos mal. Bisschen poliert, nicht perfekt, aber hey, mega cool. Und dann dieser Samtüberzug, ne, dieses Samtfinish, unglaublich glatt, unglaublich handschmeichelnd, also überhaupt keine rauen Bestandteile, wunderschön. Richtig, richtig schön.
So, Udreale. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Schauen wir mal. Oh, der Sprayer. Wie gesagt, Luca Gritti, der ist wählerisch. Der Sprayer ist auch mega. Okay. Mhm. Gar nicht so Oud-lastig. Ich rieche es raus. Also es ist auf jeden Fall etwas da, was in die Richtung geht. Und es wird echtes drin sein, denke ich mal. Beziehungsweise es kann ja auch synthetisch sein. Aber es wird ein Bestandteil, der das Oud wiedergibt, in der Basis sein oder so. Aber keins der Werke, wo ich sagen würde, so, aha, da ist das Oud, was du nicht magst halt, ne? Dennoch muss ich sagen, bin ich doch mehr bei Beyond the Wall. Aber absolut cool. Es ist jetzt nicht der Duft, wo ich sagen würde, so, er reiht sich nicht in die Liebe ein, die ich für die anderen Werke bis jetzt habe. Chantilly, Rialto, Pomelo Sorrento, Tutto Blanc, Beyond the Wall. Aber gut gemacht. Es ist keiner dieser, wovon ich euch erzählt habe, dass es dann einer ist, wo ich nur die Qualität verstehen möchte oder kann. Und deswegen meinen Respekt halt habe. Das ist ein Duft, den ich tragen würde, definitiv. Aber er wird nicht mein Liebling sein, ne? Dennoch, für Leute, die sich vortasten in der Oud-Welt und so weiter, ist das kein großes Hindernis, da etwas mit diesem Duft etwas zu finden. Was ein Duftoud ist oder in die Richtung geht, halt so, den er lieben kann, definitiv eine Möglichkeit, damit halt einen zu finden, der in die Richtung geht. Sehr cool, sehr cool. Schauen wir weiter. Boah, wie schön das aussieht. Das seht ihr jetzt nicht, wie die hier stehen. Sehr, sehr schön. Rebellion. Darauf bin ich sehr gespannt. Natürlich auch Your Sauvain. Daran erinnere ich mich sehr, sehr gut. In Frankfurt, wo ich so viel gerochen habe. Der hat es mir angetan. Aber gut, den habe ich jetzt nicht hier. Darüber rede ich dann ein anderes Mal, denke ich mal. Schauen wir mal. Aber der ist gut. So, schaut mal hier. So, jetzt dieses Mal haben wir das Cap mit dem Logo richtig schön da drin in einer schwarzen Version. Rebellion. So, ich hoffe, dass meine Vorfreude nicht ein zu starker Bonus ist. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass das schon in die Richtung geht, die ich packen kann. Vor allem, wenn Carbonell tatsächlich da auch noch mit dabei war, ne? Ist ja auch nicht ganz unbekannt, dass der gute... Oh, scheiße. Okay. Oh Gott. Okay. Ja. Ja. Da ist es wieder. Vai. Forza Italia. Forza Italia. Keine Kraftausdrücke. Ich muss mich zurückhalten. Ah, geil. Che bello. Boah, ist der... Ah, ja. So, Italo-DNA. Da ist sie. Das, ja, alles klar. Meiner. Der ist nice. Okay, also, zitrisch, fruchtig. Natürlich, also, es ist jetzt Papier, erste Mal. Ja, komm. Quatsch. Den will ich heute Abend noch in der Entwicklung erleben. Ah, der Ralle. Amigo, Eichenmoos, hundertprozentig. Ne? Mein Kumpel, der Ralle Beats, der steht auf diese Geschichten, so Barbershop-mäßige Sachen. Und das scheint der zu haben in der Basis. Da wird sowas kommen. Oh, das ist, also der nächste Italienurlaub im Sommer oder gut, ich bin im September in Florenz. Ja, der kommt mit. Da wird es auch noch warm sein, sicherlich. Boah. Also über den redet ja wirklich, also ich habe Your Sauvain hin und her, wenn du auf Instagram unterwegs bist, auch wenn ich versuche,
so wenig wie möglich beeinflusst zu sein. Und deswegen auch, hey, seid mir nicht böse, wenn ich wenig Leuten folge da halt so. Ich habe das schon mal mitgekriegt, ne, dass Leute so ein bisschen, weil wir haben unglaublich schöne Konversationen, sehr tiefgehend. Mit einigen Leuten auf Instagram reden wir über sehr persönliche Sachen und man vertraut mir sehr krasse Sachen halt letztendlich auch an, weil man so wirklich, ne, kennt man sich ja nicht oder so, ne, man meint sich zu kennen. Aber da ist auch schon sehr viel Vertrauen und ich folge diesen Leuten nicht halt so. Ne? Ich finde es auch in dem Moment nicht wichtig, aber meine Timeline, die ich da habe, wenn ich dann mal gucke, ich will nicht so viel sehen, ich will besser sieben können, ne? Denn diese App macht sowieso schon, was sie will am Ende und serviert dir. Und deswegen bin ich da sehr zurückhaltend, aber hey, ich bin ein sehr offener Mensch halt so und ein bisschen sozial vielleicht. Und ich muss euch nicht folgen, damit wir eine freundschaftliche Beziehung aufbauen können. Das ist Quatsch. Ne? Ja, was ich sagen wollte ist, du kommst trotzdem nicht dran vorbei an manchen Sachen, die gepostet werden. Weil viele auch, ne, den einen und den anderen kopieren und bla. Und was ist gerade angesagt? Oh, muss ich auch, bla bla. Den hier habe ich nicht oft gesehen. Und ich frage mich gerade, warum zum Teufel? Entschuldigt bitte, aber boah, mein Gott, ist der gut. Was ist da denn los, ey? Nee, also, das ist er, das ist er. Yosef Wayne, an den ich mich gut erinnere, und Rebellion, ich glaube, von diesen neueren Sachen ist das doch noch ein bisschen mehr meins. Beyond the Wall mag ich auch sehr. Utreale bildet das trotzdem, vielleicht im Vergleich zu anderen Häusern, nicht so angeordnete Schlusslicht in diesen Geschichten. Aber Yosef Wayne muss in den Duftbunker. Luca, Yosef Wayne muss in den Duftbunker. Nee, aber Rebellion. Luca, veramente, questa fragranza qua, già lo so. Mi ha toccato il cuore e rimanerà lì. Auguri per tutto quello che c'è qui, però Rebellion, okay. So, einmal kurz abgedriftet in eine kleine Message. Wahnsinn, alles toll. Und ja, ich versuche mal ohne irgendwas hier, ich hoffe, das geht gut. Gefährlich, was ich gerade mache, aber schaut euch das an. So, schnell wieder runter, Mama mia. Fantastisch. Ey, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hatte ihn. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis bald. Smell well. Ciao.